Moin aus dem schönen Ostfriesland und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir haben uns diesmal auf den für uns nur kurzen Weg in den Landkreis Leer gemacht. Unser Ziel an diesem Wochenende ist das Reiderland. Halt machen wir im kleinen Fischerdörfchen Ditzum, das direkt am Südufer der Unterems liegt und bei vielen von uns Wohnmobilfahrern ein beliebtes Reiseziel ist. Ditzum bietet uns Campern für den Aufenthalt zwei Wohnmobilstellplätze. Es gibt zum einen die Möglichkeit, den Stellplatz am Ankerplatz zu nutzen. Er befindet sich direkt am kleinen Supermarkt in der Ortschaft. Und es kann der ein paar Schritte vom Ortskern entfernt liegende Reisemobilhafen am Deich angefahren werden. Beide Plätze zeigen wir euch gleich auch noch im Video. Wir wollen jetzt aber zuerst einmal die schöne Sonne genießen, die nach einer längeren Durststrecke hier in Ostfriesland extra zu unserem Besuch in Ditzum heute mal wieder rauskommt. Den kleinen Ortskern von Ditzum kann man zu Fuß von beiden Plätzen aus gut erreichen. Ein Hingucker mitten in der Ortschaft ist sicherlich die Ditzumer Mühle. Die Geschichte der Mühle geht bis ins Jahr 1769 zurück. Die Mühle wurde nach Zerstörung, unter anderem durch Feuer, mehrfach wieder aufgebaut und konnte mit Unterstützung des seinerzeit gegründeten Mühlenvereins und einiger Institutionen Mitte der 90er Jahre in den heutigen schönen Zustand gebracht werden. Die Mühle mit dem dazugehörigen Müllerhus kann auch besichtigt werden. Infos bekommt ihr bei der Touristikinformation im Ort. Und mit ein bisschen Glück dreht sich die Mühle auch bei eurem Besuch. Das Fischerdorf Ditzum mit seinen rund 650 Einwohnern ist klein und beschaulich. Jetzt in den Wintermonaten ist es noch ein ganzes Stück ruhiger hier. Wir kommen zu dieser Zeit gerne her und genießen das irgendwie ganz besondere Flair des Ortes dann immer sehr. Kulinarisch wird hier natürlich in den Restaurants Fisch geboten, aber auch viele andere Leckereien bekommt ihr in der kleinen Gastronomie-Szene hier im Ort. Und es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir gehen noch ein Stück weiter und erreichen den kleinen Hafen von Ditzum. Als allererstes müssen wir für unser Essen heute Abend sorgen und steuern direkt das Fischhaus am Hafen an. Hier könnt ihr euch im Restaurant einen Fischteller bestellen oder auch geräucherten und frischen Fisch kaufen. Unser Fisch soll nachher in unserer Bordküche den Weg auf den Teller finden. Wo Fisch verkauft wird, muss auch für Nachschub gesorgt werden. Der Sielhafen hier in Ditzum ist die Heimat einiger Fischkutter, die von hier aus ihrer Arbeit nachgehen und regelmäßig raus auf Fang fahren.
Wer Lust hat, mal eine kleine Tour mit einem Kutter zu machen, hat hier auch die Chance dazu. Der Kutterverein Ditzum bietet verschiedene Fahrten an. Den Link zur Homepage vom Kutterverein findet ihr in der Videobeschreibung. Infos bekommt ihr auch direkt am Hafen und im Büro der Touristikinformation. Wenn ihr mit dem Fahrrad zu einer schönen Tagestour starten wollt, könnt ihr hier im Hafen die kleine Fähre nutzen, die euch in rund 20 Minuten nach Petkum bringt. Von dort aus könnt ihr dann mit dem Rad nach Emden radeln. Die Fähre fährt auch jetzt in den Wintermonaten mehrmals täglich hin und her. In der Saison von Mai bis Oktober könnt ihr jeweils mittwochs, freitags und samstags auch vom Außenhafen in Ditzum mit dem Fahrgastschiff Dollard nach Emden und dann weiter in die Niederlande nach Delfzijl schippern. Den Link zur Homepage der Dollard-Route findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wir schauen noch ein wenig dem nächsten Fischkutter hinterher, der sich auch auf den Weg macht, und verlassen dann den Hafen. Bei der Lütschenbrück geht's übers Ditzum-Bunder Siel tief und man hat von hier einen schönen Blick auf den Ditzumer Kirchturm. Aber auch der Blick aufs Wasser ist hier nett. Nur ein paar Schritte weiter ist man auch schon wieder am Hafen, jetzt aber auf der anderen Hafenseite. Wir bummeln noch ein wenig weiter durch das Örtchen. Wer keine Lust auf Fischbrötchen oder Krabben hat, findet unterwegs auch süße Leckereien. Und die Auswahl fällt hier nicht ganz leicht. Sind wir in Ditzum, machen wir auch immer einen Halt in Dünens Lütsche Laden. Hier gibt es seit 1958 alles, was ein Tante-Emma-Laden so hat. Mit Emma hat der Laden aber nicht viel zu tun. Es ist vielmehr ein Tante-Carola-Laden, die hier das Herz und die Seele des kleinen Geschäftes ist. Was ihr nicht in Dünens Lütsche Laden bekommt, das gibt es im kleinen Supermarkt in Ditzum. Der befindet sich, wie vorhin schon erwähnt, direkt an einem der beiden Stellplätze hier im Ort. Hätten wir am Hafen nicht schon Fisch gekauft, hätten wir vielleicht Omas Speckdicken ausprobiert. Wir haben keine Ahnung, wie es schmeckt, aber das Rezept haben wir hier im Supermarkt im Regal entdeckt. Mal sehen, was wir für ein Rezept bei unserem nächsten Besuch in Ditzum finden. Finden kann man neben Rezepten übrigens auch so einiges an Buddelschiffen. Hier beim Supermarkt befindet sich Deutschlands größtes Buddelschiffmuseum, das ihr zu den Öffnungszeiten des Supermarktes besuchen könnt. Wir sind zurück in unserem Kästchen und besuchen jetzt erst einmal unsere kleine Bordküche.
Zu unserem Fisch gibt es einen leckeren Gurkensalat. Den machen wir ganz einfach und klassisch mit Essig und Öl. Ein kleiner Tipp: Wir verwöhnen unseren Fisch gerne mal mit einem Olivenöl-Knoblauch-Topping. Mit Salz und Pfeffer würzen und dann noch etwas Mehl obendrauf. Das Ganze jetzt nur noch in die Pfanne und goldig anbraten. Fertig ist unsere Ditzumer Scholle mit frischem Gurkensalat, dazu leckere ostfriesische Kleikartoffeln und ein cremiger Dip. Wir genießen einen schönen Abend in unserem kleinen Bordrestaurant in Ditzum und freuen uns auf einen neuen sonnigen Tag hier in Ostfriesland. Der nächste Morgen startet wie versprochen sonnig. Und natürlich erst einmal mit einem Tässchen Kaffee hier auf dem Stellplatz in Ditzum. Wie vorhin schon gesagt, gibt es zwei Stellplätze, die von uns Campern genutzt werden können. Auf dem Stellplatz am Ankerplatz Ditzum finden gut 20 Fahrzeuge eine Stellmöglichkeit. Stromanschlüsse sind ausreichend vorhanden und ihr könnt hier rund um die Uhr anfahren. Der Großteil der Stellplätze verfügt über eine Grünfläche am Mobil. Einige Plätze sind reine Schotterplätze. Es gibt eine Entsorgungsstation. Die Möglichkeit, Frischwasser zu tanken und auch ein Sanitärbereich kann genutzt werden. Die sanitären Anlagen sind zweckmäßig und es gibt neben Toiletten auch drei Bäder mit Dusche und Toilette sowie eine Möglichkeit, das Geschirr abzuwaschen. Ihr könnt auch eure Gasflaschen tauschen. Sprecht da bei Bedarf einfach den Platzwart an. Der zweite und auch größere Stellplatz befindet sich direkt hinterm Deich. Hier finden über 50 Fahrzeuge eine Stellmöglichkeit. Die Stellflächen sind gut bemessen und bei Stellplatzgrößen von 10 x 6 Metern finden auch größere Fahrzeuge eine passende Stellmöglichkeit. Der Platz ist nachts beleuchtet und kann, wie auch der Stellplatz am Ankerplatz, das ganze Jahr von uns Campern rund um die Uhr angefahren werden. Auch hier gibt es eine Entsorgungsstation und natürlich die Möglichkeit, Frischwasser zu tanken. Jeder Stellplatz verfügt über einen Stromanschluss, den ihr per Münzeinwurf aktivieren könnt. Vor einigen Jahren ist hier ein neues Sanitärgebäude entstanden. Im Eingangsbereich gibt es eine kleine Bücherecke. Der Sanitärbereich ist mit einigen Vollbädern ausgestattet. Das vierminütige heiße Duschvergnügen gibt es für 1 €.
Die Stellplatzgebühr beträgt auf beiden Plätzen zum Erscheinungsdatum des Videos 15 Euro. Zudem wird ein Gästebeitrag, je nach Saison von 2 oder 2,50 Euro erhoben. Bezahlen könnt ihr sowohl die Platzgebühr als auch den Gästebeitrag beim allseits bekannten, beliebten und freundlichen Platzwart Luipold. Wer morgens keine Lust hat, einen Spaziergang zum Bäcker zu machen, kann sich seine Brötchen auch bestellen. WLAN ist auf beiden Plätzen vorhanden und im Stellplatzpreis bereits enthalten. Eure Hunde sind auf beiden Plätzen willkommen. Bitte achtet und respektiert die Einschränkungen am Deich. Die Schafe danken es euch. Noch gut zu wissen, Reservierungen sind auf beiden Plätzen nicht möglich. Ihr könnt direkt von beiden Stellplätzen zu schönen Spaziergängen und Fahrradtouren am Deich entlang starten. Wenn ihr Lust habt, macht doch mal eine kleine Tour zur ehemaligen Bohrinsel Dückershausen. Hier wurden 1964 Probebohrungen nach Erdgas durchgeführt und dann aber als unwirtschaftlich betrachtet. Heute ist die ehemalige Bohrinsel ein beliebtes Ausflugsziel und im Sommer kann man sich hier auch in die Fluten stürzen. Aber auch jetzt hat man eine tolle Aussicht auf das Wasser und man kann hier wunderschöne Sonnenuntergänge genießen. Das machen wir jetzt auch und verabschieden uns mit diesen Bildern aus Ditzum. Wir sind natürlich auch weiter unterwegs und berichten euch von unseren Touren, Umbauten, Reparaturen und Anschaffungen. Wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei sein wollt, abonniert doch einfach unseren Kanal. Kostet auch in Ditzum wieder nichts und so verpasst ihr keines der nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, sagen wir herzlichen Dank für euren Daumen nach oben. Schaut doch mal bei Instagram und Facebook rein und folgt uns da doch auch. Tschüss aus Ostfriesland, tschüss aus Ditzum, bis zum nächsten Mal.